Willst du erfahren, was dich bei der 365 Akademie als deinem neuen Arbeitgeber erwartet? Dann schau dir jetzt dieses Video an. Herzlich willkommen bei der 365 Akademie. Vielen Dank für dein Interesse. Mein Name ist Thomas Meyer. Ich bin der Gründer und Inhaber der 365 Akademie. Ich gebe dir in diesem Video zuerst einen kurzen Überblick über die 365 Akademie. Danach folgt ein Einblick, was dich erwartet, wenn du zu uns ins Team kommst. Wir helfen unseren Kunden dabei, den modernen Arbeitsplatz mit den Microsoft Apps zum Leben zu erwecken. Wir verkaufen also nicht Programme oder Lizenzen, sondern stellen unseren Kunden Anleitungen und Hilfestellungen zur Verfügung, wie diese ganzen Werkzeuge produktiv genutzt werden können. Ähnlich wie bei einem Zeitschriftenabo bekommen unsere Kunden jeden Monat frische Inhalte geliefert. Unsere Kunden, das sind Unternehmen in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz mit 1.000 bis 40.000 Mitarbeitern. Gut, soweit mal zu uns. Jetzt geht's um dich bzw. wie dein Arbeitsumfeld im Team der 365 Akademie aussehen wird. Unser Team ist engagiert und motiviert. Jeder im Team arbeitet täglich an den gemeinsamen Zielen, nämlich den Anwendern bei unseren Kunden passende Hilfestellungen zu bieten. Jeder macht das natürlich auf seinem Gebiet und die Tätigkeit unterscheidet sich natürlich, was ich zu dem Ziel beitragen kann, ob ich jetzt im Vertrieb, im Marketing, in der Videoaufnahme oder in der Buchhaltung bin. Wir haben hier niemand, der nur seine Zeit absitzt. Wir verlassen uns aufeinander. Ich sehe als Inhaber auch meine Aufgabe darin, meine bisherigen Teammitglieder zu schützen und passende neue Kollegen zur Verfügung zu stellen. Dort passt nicht der Miesmacher, der Lästerer oder der Zauderer zu uns ins Team. Mit so jemand möchte ja auch niemand zusammenarbeiten. Ein faules Ei verdirbt ja bekanntlich den ganzen Brei. Deshalb geben wir uns viel Mühe, die passenden Leute zu finden und deshalb versuchen wir auch dir ein möglichst klares Bild zu geben, was dich bei uns erwartet, um die Überraschungen an der Stelle einfach zu reduzieren. Unsere Teammitglieder haben viele Freiheiten. In der Regel entscheidest du selbst, wann, von wo und wie du arbeitest. Wichtig ist bei uns das Ergebnis und dass gesteckte Ziele und Termine erreicht werden. Wenn es aber um deinen Bereich geht, bist du auch in Entscheidungsprozessen und in die strategische Planung mit involviert. Wir möchten uns kontinuierlich verbessern. Wir machen nichts, weil man es halt immer schon so gemacht hat. Wir machen es, weil es so am besten funktioniert. Und sobald wir einen Weg gefunden haben, wie es noch besser funktioniert, werden wir auch den Prozess ändern. Ideen, Verbesserungen und Lösungsvorschläge sind bei uns nicht nur willkommen, sondern gehören bei uns als fester Bestandteil auch tatsächlich mit dazu. Du sollst deine Tätigkeit immer wieder hinterfragen und prüfen, ob es nicht besser, einfacher und effizienter geht. Die Zusammenarbeit läuft bei uns komplett virtuell ab. Es gibt hier nicht die Kaffeemaschine, den Flur oder die Terrasse, auf der sich dann irgendwann im Lauf des Tages die Leute treffen. Wir haben solche Dinge aber eben virtuell. Wir nutzen sie allerdings nicht für negativen Klatsch und Tratsch, sondern um sich gegenseitig auszutauschen, sich kennenzulernen und über Themen und Herausforderungen zu sprechen. Du arbeitest dabei mit den neuesten Microsoft-Werkzeugen mit deinen Kollegen zusammen. Wir verfolgen dabei unsere gemeinsamen Ziele und feiern natürlich auch die Erfolge. Du bekommst von uns also ein inspirierendes, modernes, virtuelles Arbeitsumfeld, in dem du dich ausleben kannst. Du kannst dabei kreativ sein, du hast Spaß, Ergebnisse zu erzielen und arbeitest mit anderen, denen es ebenso geht, zusammen.
Uns ist es ein Graus, wenn man Arbeiten doppelt macht. Dafür haben wir zum Beispiel eine interne Wissensdatenbank aufgebaut. Dort landen Informationen aus Seminaren, aus Webinaren, aus spannenden Podcasts, die jemand mal zu einem bestimmten Thema konsumiert hat. Aber auch unsere Prozesse haben wir als Best-Practice-Anleitungen dort festgehalten. Die Zusammenarbeit, also das Gesamtergebnis, ist uns sehr wichtig. Im Fußball wird das immer wieder so schön gesagt, wir brauchen nicht die 11 Besten, sondern wir brauchen die beste 11. Wir brauchen also nicht den Einzelkämpfer, der nur auf sich und sein Einzelergebnis schaut, sondern den Teamplayer, der auch darauf achtet, dass die Gesamtleistung stimmt. Das heißt nicht, dass du ständig dich mit allen austauschen musst und deshalb nicht vorankommst oder auf Abstimmungen warten musst. Nein, ganz und gar nicht. Du triffst weitreichend Entscheidungen auf deinem Gebiet selbst und kannst den Weg oftmals ziemlich frei sogar bestimmen. Für uns heißt es, dass du auf das Gesamtergebnis schaust und das große Ganze eben im Blick behältst. Du hast bei uns auch die Möglichkeit, weiter zu wachsen und dich zu entwickeln, wenn du das denn möchtest. Die 365 Akademie gibt es seit 2018 und trotzdem konnten in der doch relativ kurzen Zeit Mitarbeiter von der Aushilfe bis zum Teamleiter entwickelt werden oder von der Sachbearbeiterin zur Expertin. Wir schauen hier nicht auf deinen Werdegang, Noten oder Abschlüsse, wir schauen auf das, was du kannst und was du uns lieferst. Wir sind da auch bereit, gemeinsam mit dir zu wachsen. Doch nicht jeder hat den Mount Everest im Blick, das ist uns auch klar. Möchtest du also einfach deinen Job machen und bist komplett glücklich damit, dann lass uns das auch wissen. Das ist völlig legitim, seine Stelle einfach gut zu machen und daran festzuhalten. Wir haben also auch keinen Aufstiegszwang, wie es in manchen Unternehmen gibt. Wenn du nicht möchtest, ist das für uns okay. Wir helfen dir. Aber wenn du willst, jederzeit dabei, dich und deinen Bereich zu entwickeln. Wir freuen uns, wenn du etwas verbesserst, mehr Verantwortung übernehmen willst und Entscheidungen selbstständiger treffen möchtest. Wenn du denkst, dass du in so ein Umfeld passt, wie ich es dir gerade geschildert habe, dass du dich dort wohlfühlst, dass du Lust hast, hier zu arbeiten, dann bewirb dich jetzt bei uns. Mein Team und ich freuen uns auf dich. Füll jetzt gleich das Bewerbungsformular aus. Bis dann.